Herzlichen Dank. Bitte, meine... Einen wunderschönen guten Abend. Danke vielmals. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie beschämen mich. Na gut, Sie haben natürlich auch recht. Danke. Das... Herzlichen Dank. Danke sehr. Danke. Ich teile Ihre Begeisterung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin... nach gerade völlig außer mir, dass Sie alle kommen mussten. Und deswegen scheint es mir opportun vielleicht, dass wir uns erstmal gegenseitig vorstellen. Sie sind mir deutlich zu viel, fangen wir also mit mir an. Ich persönlich habe 2 Kinder. Ich meine, ich habe auch Möbel, Abitur, regelmäßig Stuhlgang, aber eben auch Kinder. Und diese Kinder habe ich übrigens nicht wie heute üblich aus dem Internet heruntergeladen, sondern durch ergebnisorientierten Sex bekommen. Das ist ja ein ganz anderer Sex, als der, den man normalerweise im öffentlichen Raum hat. Man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, wenn es ein Junge werden soll. Ich habe mich also zweimal... konzentriert. Und der Größere von den beiden Kleinen, der auch noch ziemlich klein ist, aber schon der Größere, das geht ja heute alles, der scheint mir ein ziemlich einseitig begabtes Kind zu sein. Er war doch nicht in der Lage, den semantischen Unterschied zwischen Papa und Popo eindeutig herauszuarbeiten. Wusste aber bereits, dass es sich bei der Lokomotive, vor der wir da standen, um eine preußische P8 gehandelt hat, was er an der Zahl der getriebenen Achsen erkannte. Ich jetzt persönlich nicht. Aber auch einseitig begabte Kinder haben natürlich ihre Vorteile. Denken Sie mal ein paar Wochen zurück. Da mussten wir doch alle den Geburtstag des Religionsstifters feiern. Bei Ihnen heißt das hier, glaube ich, Weihnachten. Und da läuft man ja schon Wochen vorher mit diesem, was soll ich nur verschenken, Gesicht durch die Welt. Nicht so, wenn man einseitig begabte Kinder hat. Ich habe, ich glaube, eine Nanosekunde nachgedacht. Und habe gedacht, schenkst dem Kind doch eine Eisenbahn. Spitzenidee. Ich bin dann in einen Laden, Läden werden Sie hier nicht mehr kennen. Läden gab es früher, die Älteren vielleicht noch Läden. Wie erkläre ich es? Läden, das waren relativ übersichtliche Areale mit nur einer Glastür, die man auch noch selber mit der Hand, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Und über der Tür hing immer so ein Muschelkalkmobile, das macht immer bim, 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 wenn man reingeht und bim, 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 wenn man wieder rausging. Man wusste also genau, entweder war man draußen oder eben drin. Das gibt's so heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch die Einkaufsparadiese. Ich komme aus Bochum und Bochum ist im Prinzip nichts anderes als Toys R Us mit Rand. Sie machen sich keine, gibt wirklich keine kilometerlange Regalketten bis an die Wolkenunterkante, alles bunt, alles batteriegetrieben, alles in Kartons. Kein Mensch kennt sie aus, keiner. Und dann steht man völlig ratlos in so einer Regalschlucht und dann hat man dieses Erlebnis, das Geräusch kennen Sie. Und tun Sie nicht so. Natürlich kennen Sie das Geräusch. Das Geräusch entsteht, wenn der Fachverkäufer durch seine Regalwand hindurch diffundiert. Das ist die molekulare Reibung. Ja, dann macht es, ist ganz wichtig. Dabei ist es wichtig zu wissen, dass es sich bei diesen Regalwänden um sogenannte semipermeable Regalketten handelt. Das heißt, die lassen nur Fachverkäufer durch. Versuchen Sie nie so gerne Gänge zu wechseln. Fällt alles um, die Sachschaden, Sie müssen auskaufen. Furchtbar. Also, es macht, dann steht er da. Aus dem Nichts, der Fachverkäufer. Von der Decke getropft, aus dem Boden gewachsen, steht er da. Und eine Femtosekunde später, das ist noch weit weniger als eine Nanosekunde, hatte ich offensichtlich eine Eisenbahn gekauft. Und zwar im Maßstab 1:2 mit Personenwagen, Langhausgesundheit, sagenhaft. Das musste in mehrere Kisten geschlagen, in Öltuch musste das gewickelt, auf den Rücken verschiedenster Mietesel in das Kassenareal, in das Kassengelände verbracht werden, wo mir dann von der ohnehin schon recht durchsichtigen Kreditkarte ein obszön zu nennender Betrag abgehobelt worden ist. Und dann hatte ich den Fuß schon, das geht nicht gegen Sie, ist Dramaturgie, ich hatte den Fuß schon da, wo es nichts mehr kostet. Also ich war noch da, wo es sehr teuer ist, aber der Fuß war schon da, wo es viel preis. Also ich war, der Fuß, da war nur noch dieses Drehkreuz im Weg, was in Gemächtehöhe montiert ist. Und man versucht, sie da durchzubogen, dann war, aber damit hast du nichts vor, tun Sie es nicht. Ich hatte also den Fuß, bitte, ich hatte den Fuß in diesem Moment. Das finden Sie komisch. Aha. Bitte, meins. Jedenfalls, ich hatte in diesem Moment, frug der Fachverkäufer eine Zierde seiner Zunft. Frug er die finale Fangfrage, er frug nämlich, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich mit einer Eisenbahn ohne Bahnhof? Und seine ärmelose Komplizin an der Addierhilfe, die stieß genau ins gleiche Horn. Da sagt sie, da hat er nämlich recht. Was machen Sie eigentlich mit einer Eisenbahn ohne Bahnhof? Und die 150 anderen Kunden im Laden riefen wie ein Mann, was macht er mit einer Eisenbahn ohne Bahnhof? Hä? Ich war quasi beidfüßig in die Bahnhofsfalle gezappt und dann wurde mir ein weiterer Karton präsentiert. Mit einem wunderbaren Foto auf dem Deckel, mehrfarbig natürlich, das ein mehrstöckiges Bahnhofsgebäude zeigte. Mit allem dabei, was der Bahnhofsgebäude-Liebhaber so braucht. Also Parkbahn, Zigarettenautomat, Süßigkeitenautomat, Fackelautomat. Bahnhofsvorsteherautomat. Und dann habe ich mich von einigen Immobilien getrennt.
und um meine Krügerransammlung aufgelöst und konnte dann diesen Karton auch noch mit nach Hause nehmen. Aber bereits auf der Fahrt keimte der Same des Misstrauens. Da dachte ich mir so in mir drin, also ganz halblaut dachte ich so zu mir herüber, sag mal, ich duz mich an, ne? Sag schon mal, sag mal, ich sag auch schon mal, hör mal. Ich sag aber nie, komm mal, ich bin schon da. Also nochmal, pass auf. Sag mal, wie kriegen die eigentlich ein mehrstöckiges Bahnhofsgebäude in so eine flache Schachtel? Da ist schon ein Trick bei. Jawohl, da ist auch ein Trick bei. Die kriegen das nämlich in Teilen in diese Schachtel. Und zwar in 1 Million Teilen, von denen 800.000 mit dem unbewaffneten Auge überhaupt nicht sichtbar sind. Da muss man ganz komplizierte Lackmuspapiertests durchführen, um zu gucken, ob die Packung überhaupt anständig gepackt ist. Und die 200.000 Teile, die gerade mal tastbar sind, haben alle die gleiche Farbe. Und zwar die unseres Teppichbodens. Das ist ein Komplott. Das ist ein Komplott. Ich wollte mich fertig machen. Bitte, das ist doch kein Grund. Da freut man sich doch nicht. Aber ich lasse mich natürlich nicht ins Boxhort jagen von dieser Bahnhofsgebäude-Modellbaumafia, sondern in die Werkstatt. Obwohl es kaum etwas gibt, was ich so sehr hasse wie Basteln. Es gibt nicht. Es gibt, was ich noch mehr hasse als Basteln. Das ist zu Weihnachten Basteln. Ich hasse das Basteln. Sie haben auch alle gebastelt. Ich spüre es über die Haut. Sie mussten auch schon mal Löcher in Kastanien bohren und Streichhölzer reinstecken. Und dann hat Ihnen jemand gesagt, das wäre eine Kuh, richtig? Ich war erst 4 Jahre alt, aber nicht bescheuert. Ich weiß, wie eine Kuh aussieht. Riesengroß, schwarz-weiß und unten kommt Milch raus. Eine Kastanie ist eine Kastanie, ist eine Kastanie. Das ist doch... Und wenn ich da 100 Streichhölzer reinstecke, wird es immer noch kein Igel. Verstehst du das? Wie soll es den Kindern was werden? Ich komme aus der Gegend, in der der Westdeutsche Rundfunk das Sagen hat und noch das hört. Und da gab es seinerzeit zu meiner Zeit, in der schlimmen Zeit, im Westdeutschen Rundfunk sogar eine Fernsehbastelsendung. Die hieß Schau zu, mach mit. Da steckte das Grauen schon im Titel. Das war so ein lebensunkundiger Herr, ein grauem Arbeitskittel, dann leimte immer kleine Balsaholzbrettchen zusammen. Und es wurde immer ein Wetterhäuschen. Auch wenn er sagte, heute bauen wir einen Toaster, wurde es ein Wetterhäuschen. Natürlich kann ich auch Weißbrot in ein Wetterhäuschen legen. Aber es wird nicht kross, verstehst du das? Mann! Das ist wirklich wahr. Aber... die Sache wollt's. Ergo, ich hätte auch also sagen können, aber ergo ist schöner. Ja, deswegen, ich komme aus dem Ruhrgebiet und im Ruhrgebiet fangen eigentlich alle Sätze mit also an. Ich weiß, es gibt sogar Leute bei uns, die das Wort also mit also anfangen. Die sagen dann also, da bist du komplett verrückt. Dann lieber ergo, ergo kann man immer sagen. Am schönsten ist natürlich, wenn man ergo also sagt. Dann hat man das... Aber dann kürze ich über den Bruchstrich und dann wird daraus Ergalso. Ich kürze gerne über den Bruchstrich. Mach's mal, das ist schön. Ich sage zum Beispiel so ist's statt so ist es. Zweimal über den Bruchstrich. Aber ich hab's versucht. Also bitte. Da, gemerkt, schon wieder also. Gemerkt, ergo. Ergalso. Verfügte ich mich in die Werkstatt, um dort eine Tube Leimes aus mehrmonatiger Dunkelhaft zu befreien. Vermeint und all die anderen angrenzenden, quirligen Sprengel und Gemeinden, sei es nochmal ventiliert. Der Leim wohnt in der Tube und weicht nur dem Druck. Wenn er aber dem Drucke weichend die Tube hinter sich lässt, dann gilt sein ganzes Sinnen und Trachten allein dem Kleben. Er klebt. Und zwar alles ohne Ansehen der Person. Es ist ihm vollkommen wurscht, was da vor der Tülle ist. Was da ist, wird geklebt. Und zwar bombenfest, jahrhundertelang, für immer und ewig. Jetzt war ich damals noch Raucher. Den habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich sagen. Aber ist mir egal. Also nochmal. Was ich damit sagen wollte, ist... ich hatte eigentlich immer nur eine Hand frei. Das ist es. Auch beim Basteln.
Und in dieser Bastelbrunst, also im brünstigen Basteln, also ich klebe und rauche, rauche und klebe, klebe und rauche, rauche und klebe, genug geklebt, jetzt rauchst du erstmal eine, rauchen, 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 dann sagt er, viel geraucht, muss ich wieder kleben, 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 rauchen, kleben, rauchen, kleben, kleben, rauchen. In den ganzen Irrsinn verwechselt man schon mal die Hände. Und zack, hast du Klebstoff an den Fingern. An einer Zigarette herrschen vorne 800 Grad Celsius, und zwar zeitgleich auf einem Punkt. Am Filter ist sie deutlich kühler. Was das Geschäft des Rauchens zu Genussspenden macht, ist ja logisch, sonst müsste man den Handschuh anziehen. So. Jetzt hat diese Glut ja theoretisch 1 Milliarde Himmelsrichtungen zur Auswahl. Aber wie es der Beelzebub will, kommt sie wie an der Schnur gezogen Richtung Filter gekrochen, wo die Finger sitzen mit dem Leim. Bitte doch auf damit. Im Leim siedeln Lösemittel. Keiner weiß, was sie da wollen. Eines der letzten Geheimnisse der Leimsieder. Aber diese Lösemittel haben zu ansteigender Temperatur ein ähnliches Verhältnis wie Romeo zu Julia. Das heißt, ein entzündliches. Jetzt kömmt die Glut gekrochen und die Lösemittel im Leim rufen, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Und der Leim sagt, Quatsch, wo soll das herkommen? Doch, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Und jetzt merke ich auch, es wird immer wärmer, es wird immer wärmer. Jetzt sollten Sie die Zigarette mal ablegen. Herrgott, nochmal, die geht ja gar nicht ab. Die klebt fest, um Gottes Willen, es wird heiß. Puff, macht es. Und ich bin mit brennender Hand durchs Wohnzimmer gelaufen. Und das Einzige, was meinem Söhnchen dazu einfiel, war... Weil ich sagen wollte, wenn Sie dieser Tag oder nächste Woche oder wann immer Sie Zeit haben, in den Abend, in die Veranstaltung, in die Vorstellung eines Kollegen, einer Kollegin, eines Kollegen reiten, fahren oder fliegen, dann werden Sie feststellen, dass er oder sie oder auch sogar es ein Song, ein Text, ein Schocksong im Programm hat mit dem Tenor früher und der Erkenntnis, war alles besser. Ich nehme mich davon nicht aus. Dabei ist das natürlich grober Unfug, wie wir alle wissen. Früher war nichts besser. Früher war vieles früher, das ist richtig. Der September war auch schon im April, das macht sich kein Mensch mehr klar. Aber es war nichts besser. Aber es gab Sachen, die waren früher gut. Und das wären sie auch heute noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte. Beispiel. Das Wurstbrot. Da, wo ich herkomme, heißt das Zervelat. Einfach vorne mit Z ohne Brot. Zervelat, Zervelat, jeder weiß, was gemeint ist. Zervelat. Man kann auch Dauerwurst sagen, Brot, das Salamibrot, Blockwurstbrot, nach Egidius Block, das erfunden hat. Das Wurstbrot. Wie geht ein Wurstbrot? Dann fangen wir mal ganz unten an für den Laien im Süden. Dort ist eine Scheibe Graubrot. Graues Brot aus echtem Mehl, das aus echten Körnern stammt. Graues Brot mit einer Kruste, so einer richtigen Kruste, daran die Zähne gut knacken zu haben würde, als ich sagen, wenn ich längst schon leider verstorben wäre. Ein richtiges graues Brot mit eigenem Geschmack. Die Älteren werden sich noch erinnern, gell? Mit eigenem Geschmack. Nicht so ein Feuerzeug, was die alle zum Frühstück fressen. Richtiges, amtliches graues Brot mit Niveau, mit Charakter und Geschmack. Da drauf. Ich liebe es, wenn Sie so begeistert sind. Da drauf! Bitte! Das geht nur auf Zuruf, oder was? Also, ich mach mal, pass auf! Herrgott, Sakrament, also! Auf diese Scheibe Graubrot! Daumendick und goldgelb! Gute Butter heißt das, ein Wort, gute Butter! Klar, Wasser heißt auch ein Wort, da kann man schmecken, Wasser auf Brot! Gute Butter! Goldgelbe, gute Butter! Und die Butter schmeckt von oben auf das Brot runter und das Brot schmeckt von unten gegen die Butter an und lernen sich kennen, tun sie zusammen, denn sie wissen, vielleicht gibt's auch richtig was aufs Dach. Und dann, das ist wichtig, Zettel aus Stifte mitschreiben, sollen wir es mir nach Hause nehmen, dann 3 in Worten, 3 in Zahlen auch. 3 Scheiben Zervelat, der Krieg ist vorbei. 3 Scheiben Zervelat, so müsst ihr übereinander liegen, verstehst du, wie die Dachschilder liegen übereinander, die Wurst oben drauf. Jawohl. Und dann schmeckt die Wurst oben auf das Brot und die Butter runter und Brot und Butter schmecken von unten gegen die Wurst an und dann tun sie zusammen zu einem Geschmackserlebnis, das einem Zähne aus dem Hals bläst, wenn sie nicht anständig verschraubt sind. Das war gut. Jahrtausende war das gut. Bis zu diesem furchtbaren Tag, an dem irgend so eine mental komplett verrottete Bäckerschwuchtel auf die Idee gekommen ist, da Mayonnaise drauf zu tun, ein halbes eine Tomate und Salatblatt. Du hast das Gefühl, du beißt in den Komposthaufen! Was haben die Wurst wohl nicht mehr zu tun? Dann komm doch mal! Ach, da riecht man sich einfach auf! Mann!
Ich bin für den Einsatz des Militärs im eigenen Land. Die Soldaten müssen in den Bahnhöfen stehen und die Bäcker unter vorgehaltener Waffe dazu zwingen, ihre verkackte Erlebnisvitrine leer zu fressen. Ein Bäcker soll um 3 Uhr aufstehen, backen, fressen, halt, du machst ihn bettlich. Ist das denn so schwer? Das mache ich jeden Abend. Können Sie sich das vorstellen? Nein, dass ich das... Nein. Dass ich das gesundheitlich überhaupt durchstehe. Ich meine, ich bin 50. Da muss man auch ein bisschen auf sich selber auch mal achten, oder was? Auf der anderen Seite finde ich das gerade ein doch poetisch-lyrisch-intellektueller Abend wie dieser so einen Hauch Emotion durchaus verträgt. Auf der anderen Seite sehe ich hier auch etliche äußerst spärlich möblierte Gesichter, in denen eine einfache Frage ganz schüchtern von hinten an die Glasmurmeln klopft, die die Augen darstellen. Und die Frage lautet natürlich, mein Gott, was hat der Mann? Recht! Er hat Recht, verdammt nochmal! Übrigens, Gleiches bitte. Das ist doch immer dieses Geklapper zwischen euch. Man kann nicht einen klaren Gedanken mal zu Ende führen. Aber Gleiches gilt übrigens auch für das Radio. Das Radio habe ich auch immer schon geliebt, schon als Kind. Nicht nur das Medium, sondern auch das Gerät. Wobei, als das Radio mich kennenlernte, war es noch kein Gerät, da war es noch ein Möbel. Das ist wirklich wahr. Wirklich, wenn man da in einem anderen Zimmer Radio hören wollte, musste man umziehen. Bei meinen Eltern war das so ein großer weißer Saba-Schrank. Und der hatte auch kein Bedienfeld. Der hatte Kippschalter, die nicht gekippt werden wollten. Weißt du, da musstest du dich erstmal warm machen, bevor man so ein Radio auch eingeschaltet bekam. Und Leute, die viel Radio hörten, die hatten so einen Schaltarm, weißt du? Da bekam es doch vom Hören dicke Arme. Und wenn wir es dann eingeschaltet bekamen, weil wir uns zu dritt auf die Taste gestellt hatten oder dem Papa mitgeholfen hatte, dann machte es... Und sonst passierte nichts. Und nach einer Weile roch es dann nach heißem Staub. Wie die Röcke von Oma Emmy, ne? Ja, man konnte nie sicher sein. Hatte jemand das Radio eingeschaltet oder sich die Oma umgezogen? Akustisch war das gleiche Ergebnis, verstehst du? Und außen am Gerät war so ein querliegendes Glasröhrchen. Der magische Fächer. Da kam von links ein grünes Fädchen und von rechts ein grünes Fädchen. Und wenn die sich trafen, übrigens immer in der Mitte, dann machte es... Man wusste es ja immerhin, die Siedlung hat Strom. Ne? Jetzt komme ich ja, wie gesagt, schon aus der Gegend, die der WDR bestrahlt. Und der WDR wohnt ja in Köln. Ja, immer schon. Ich glaube sogar, dass Köln damals um den WDR herum quasi angelegt war. Ich glaube, der Römer kam den Rhein hoch und sagte, was ist das denn? Da machen wir mal einen Zaun drum. Und so ist es gekommen. Was der Römer nicht erinnert, haben wir jetzt an der Backe. Jedenfalls wohnt der WDR in Köln, aber auf der Skala von dem Gerät stand immer noch Rom, Paris, Moskau. Und bei teuren Geräten stand auch noch Beromünster und Bukarest daneben. Wo ich im Rumänischen so sattelfest war als Sechsjähriger. Vielen Dank. Sehr gefreut. Ich meine... Ich durfte eh nur unter Aufsicht ans Gerät, weil meine Eltern da sehr oft Sendungen hörten, in denen Frauen das gar nicht so schlecht spielende Orchester zu überschreien versuchten. Was Gott sei Dank nicht immer gelang, nicht? Dass die Frauen so schrien, schien meine Eltern nicht zu beunruhigen. Das war Anfang der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Da konnte man als Frau schon mal die Nerven verlieren. Und wenn die Frauen ihr Nervenkostüm wieder im Griff hatten oder einfach aufhörten, weil sie heiser waren, gab es sterbenslangweilige Cellokonzerte. Cellokonzerte gehören damit Abstand zum Langweiligsten, was die Tonkunst der Nordhalbkugel überhaupt erbrütet hat. Die werden in ihrer sedierenden Kraft eigentlich nur noch getoppt durch die sogenannten oder auch Harfenkonzerte. Harfenkonzerte sind das allerletzte. Ich erinnere
an das berühmt-berüchtigte Hamburger Harfenkonzert. Das hat nicht ein Mensch je zu Ende gehört. Der Komponist ist im dritten Satz seines eigenen Werkes eingeschlafen und Jahre später unbekannt verstorben. So sieht es nämlich aus. Unerträgliche Cellokonzerte. Zum Beispiel von einem Mann aus Russland, der vorne irgendwas mit Mist hieß und hinten was mit Witsch. Später habe ich herausgefunden, dass dazwischen Istislav Rostropow war. Meine Eltern fanden das sagenhaft. Aber ich hielt Russland für ein scheußliches Land, wenn es seinen Leuten solche Namen gab und sie zu so einer Musik zwang. Weil ich war auch noch klein. Dann kamen zur vollen Stunde immer Nachrichten, bei denen alle Mucksmäuschen still sein mussten, weil nicht klar war, was Chruschtschow vorhatte. Damals sagten die Sprecher immer noch erst den Namen der Stadt, in der was passierte, damit man, wenn man Bonn hörte, aufstehen und zum Klo gehen konnte. Zumindest machte ich das so, weil immer wenn Bonn kam, meine Eltern und meine Oma anfingen, sich sehr laut zu unterhalten. Bei uns mochte keiner diesen Kiesinger, einen erfahrenen Nazi mit Lex Barker-Frisur, dessen Gesicht erst in Bewegung geriet, als ihm Beate Klaasfeld da reinschlug. Ha, ich war 7 und fand das toll. Meine Eltern und die Oma waren deutlich älter als ich, fand das aber auch toll. Deshalb fand ich jetzt wieder meine Eltern und die Oma toll. Ich bin nicht sicher, ob Beate Klaasfeld das beabsichtigt hatte, aber deshalb von hier aus nochmal einen Gruß. Jedenfalls funktionierte, was sie beabsichtigt hatte, sehr gut, indem sie nur einen Nazi schlug. Wurde über all die anderen, die es in Verwaltung und Regierung geschafft hatten, nachgedacht, auch bei uns zu Hause. Und die Oma sagte, wenn Beate Klaasfeld alle Nazis im Deutschen Bundestag in die Fresse hauen wollte, dann müssen sie wohl 4 Wochen Urlaub nehmen. Denn mehr als 20 schaffst du nicht am Tag und irgendwann schmerzt auch mal die Hand. Nee. Adenauer lernte ich erst auf seiner Beerdigung kennen, also der im Fernsehen, der nahm davon auch kaum noch Tutz natürlicherweise. Erhard war allen Frauenleuten viel zu dick, Wirtschaftswunder hin oder her. Es schickte sich einfach nicht an, zu zeigen, wie gut es einem selber ging. Und die Verbindung dünn und gesund war damals noch nicht so tragfähig wie heute. Und Willy Brandt war gerade im Kommen, wie meine Oma sagte. Ich wusste nicht, wo Kommen lag und was passieren würde, wenn er da erstmal raus wäre. Aber ich wusste auch gar nicht, wer Willy Brandt war und wie er da reingeraten war ins Kommen. Und dann gab es Magazine, Diskussionsrunden, bei denen hörbar geraucht und auch schon mal ein Asbach oder ein Riesling eingeschraubt wurde, um den Argumentationsfluss viskoser zu gestalten. Dann wieder Musik mit Rias Tanzorchester, das ich immer für ein Genitiv gehalten habe. Aber wer diese Ria war, habe ich nie rausbekommen. Jetzt tun Sie doch nicht so, als hätten Sie das gewusst. Also bitte, hör mal. Das ist ja nicht so wahnsinnig. Mach's mal. Also. Es ist doch wirklich nicht zu fassen. So und so weiter und so weiter und so weiter. Bis zum Sendeschluss. Ich lasse das Wort mal einen Moment stehen, damit die Älteren den Jüngeren erklären können, was es damit so auf sich hat. Sendeschluss. Stille. Schnee im Fernsehen. Auch im Frühling. Unglaublich. Ein wunderbares Wort für eine wunderbare Einrichtung. Alles war... Ja. Alles war ziemlich eindeutig geregelt. Es gab Sender und es gab Empfänger. Der Sender sendete und der Empfänger empfing. Und das hieß vor allen Dingen, er hielt den Mund und hörte. Daher der schöne Begriff Hörer. Der Hörer hörte. Punkt um. Oder lag der Länge nach auf irgendeiner Gabi. Und wenn er was zu erzählen hatte, ging er zum Friseur oder in die Kneipe, am Radio aber galt, Mund halten und zuhören. Ich weiß, dass früher nichts besser war, aber das war gut. Und wie sieht es heute aus? Zum Kotzen sieht es heute aus. Das Radio verkommt zu Dauerlärm. Mit Hausfrauengebrumm, Frührentnergewinsel und Schlagzeug-Endlosschleife unter den Verkehrsnachrichten. Und alle dürfen auch noch mitreden während der Sendung. Merke, die Wurst wird nicht besser, wenn das Schwein vorher mit dem Metzger redet. Verstehst du? Das lässt sich beweisen. So, und jetzt dürfen die Älteren den Jüngeren wieder erklären, was der Onkel sich da aufgebaut hat.
Der wird doch jetzt nicht duschen wollen. Was? Das möchten wir aber nicht sehen. Ich nehme mal einen Schluck Uferfiltrat und dann geht's weiter. Der Beweis für das eben Gesagte sind natürlich die vormittäglichen Diskussionssendungen mit Hörerbeteiligung. Und Studioexperten. Dieses Expertentum ist ja inzwischen ein eigener Studiogang. Grundstudio, Hauptstudio, Studioexperte. Davor ein lächerliches, elektronisches, als Sendezeichen missbrauchtes Gezirpe, welches aus dem Gesamtlärm so deutlich herausragt wie ein Zäpfchen aus einem Hintern, nämlich gar nicht. Dann kommt der Jingle. So nimmt man die am Rechner mühsam montierten Tonscherben und dann spricht der Ansager in etwa so. Aus dem Studio bin das Bett dort rum. Begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist auch für mich nicht einfach, wirklich. Ich versuche das hier. Am Himmelschnullio, wir. Das bleibt dort ein Mumpung. Begrüßt Sie nun, liebe Hörerinnen und Hörer. Heribert Waffmann. Zu einer neuen Runde von Hör zu, red mit. Jetzt wieder ein Tusch, natürlich nicht von echten Blechbläsern, nein, so elektronischer Platinenmist. Und dann spricht ein Moderator. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie daheim an den Empfängnisgeräten zu einer weiteren Sendung aus der Reihe Hör zu, red mit. Heute zum Thema Hebe-Kippfenster oder Schiebe-Drehtür. Preisgünstiger Terrassenersatz für jedermann. Mein Name ist Heribert Sassmann und wir begrüßen hier im Studio als Experten in der Hebe-Kipp-Dreh- und Schiebethematik sowie in allen Fensterfragen Herrn Dr. Auris Reinschneier vom Friedemann-Popp-Institut im Oberbayerischen, da legst du die nieder. Bitte. Seines Zeichens einerseits Chefkurator der Leptosomensammlung des Charaktermuseums in Dortmund-Bumsheim, aber eben auch Honorarexeget sowie Generalpropädeut der Sammlung deutscher Hebelgesetze, erschienen seit 1978 als Fortsetzungswerk im Bockverlag Beck, im Beckverlag Kluck, im Luckbeckverlag Bums, im Backpackverlag Buck, Herr Sassmann, bei Bonn-Beul. Na also, bevor Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, unter der Nummer 0221 220 9368, die Nummer hat unsere Hotline, zuerst also vielleicht ein paar grundlegende Erläuterungen zum Thema durch unseren Gastherrn Dr. Reinschneier. Herr Dr. Reinschneier. Ach, lassen Sie doch den Doktor weg. Dann hätten wir doch gar keinen Experten hier im Studio. Nein. Ich meinte den Titel. Ich würde den Titel weglassen. Dann hätten Sie damals nicht promovieren dürfen, wenn Ihnen der Titel nicht passt. Ich meinte doch nur... Natürlich, Herr Dr. Reinschneier. Die Geschichte des Hebekippfensters ist ähnlich wie die der Schiebedrehtür eine Geschichte voller Irrtümer. Richtig. Lassen Sie mich Ihnen kurz die Anfänge skizzieren. Es war einer jener kalt verregneten Novemberabende des Jahres 1872, als Hans-Günther Hebe und sein Schwager Friedemann Kipp... So. Und da haben wir ja auch schon unseren ersten Hörer in der Leitung... guten Tag nach, was denn? guten Tag nach Ihrer Erlebnisse mit Hebe-Kippfenstern. Guten Tag in die Runde, auch von meiner Frau. Ich rufe aus Brakel an, meine Frau auch. Ja, wie ist denn Ihr Name bitte? Helmut, meine Frau heißt Jan Wieger. Nein. Doch, das können Sie doch gar nicht wissen. Ich weiß. Eben nicht. Herr, wie lautet Ihr Nachname, damit der Dr. Reinschneier und ich Sie korrekt ansprechen können? Wir haben zwei. Natürlich Sie und Ihre Frau, haha. Nein, eins im Bad und eins in der Küche. Was? Ja, Hebe-Kippfenster. Aber das tut doch jetzt gar nichts zur Sache. Vielleicht sollten Sie dazu mal den Dr. Reinschneier Stellung nehmen lassen. Bitte, sehr gern. Es war einer jener kalten, verregneten Novemberabend. Herr Dr. Reinschneier, ich bitte Sie. Nun lassen Sie den Mann doch mal ausreden. Wir haben auch noch eine Schiebetür zum Garten. Was sagen Sie jetzt? Ja, das ist so interessant nicht. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, besitzen Sie zwei Hebekippfenster in Bad und Küche. Richtig. Und eine Schiebetür zum Garten. Richtig. Toll, vielen Dank nach Brakel. Einen wunderschönen... Was? Einen wunderschönen guten Tag zu Frau Heinbüchel nach Solingen-Ohligs. Guten Tag,
Sie besitzen ebenfalls ein Hebekippfenster oder denken über die Abschaffung nach? Nein. Ja, aber warum haben Sie... Ich meine, vielleicht wollten Sie über Ihre Schiebetür... Wir wohnen hochparterre, unsere Türen schwingen. Außerdem, wieso sollte ich beim Tierarzt wegen unserer Türen anrufen? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Nicht unsere Türen können das Wasser nicht mehr halten, sondern unser Frufru und... Frau Heinbüchel. Da wollte ich Ihren Doktor mal fragen, ob das am Alter liegt oder vielleicht an der Ernährung, obwohl er nur beste Sachen kriegt. Frau Heinbüchel. Mann, ein Mettentchen, aber auch Porree. Und hin und wieder Kohlraben, weil mein Mann die nicht isst, ums Verrecken nicht. Der sagt, ich kann die so oft kochen, wie ich will, der kriegt sie nicht runter. Frau Heinbüchel. Und da wollte ich Herrn Doktor mal fragen, ob das wohl die Kohlraben sind, weil der Frufru... Frau Heinbüchel. Herr Dr. Reinschneider spricht ausschließlich über Hebekippfenster und Schiebetüren. Da sollen Sie aber schleunigst was unternehmen, das ist doch nicht gesund. Bitte? Sehr gern, es war einer jener kalten. Einen Moment, bitte. Ich habe diesen Satz meines Wissens noch nicht einmal zu Ende gebracht. Da hat er recht. Herr Gott, nochmal. Dann sprechen Sie ihn eben zu Ende. Nicht in diesem Ton. Ich habe mich hier nicht aufgedrängt, ich wurde eingeladen als Experte für Hebekippfenster und Schiebedrehtüren, über die, seit ich hier im Studio bin, noch kein einziges Wort verloren wurde. Da hat er recht. Danke. Keine Ursache, vielleicht hätten Sie jetzt Zeit, kurz über Frufru. Gern. Was macht er denn so? In den Flur. Ach ja, richtig. Und Ihr Mann? Na, der nicht. Nun, dann bitten Sie doch Ihren Mann einfach, sich dazuzusetzen. Dann wird es auch für Frufru nicht mehr so unangenehm sein. Ach, das wäre schon eine Riesenerleichterung. Herzlichen Dank, Herr Doktor. Gern geschehen. Na, Herr Sassmann, was sagen Sie jetzt? Sie haben noch nie ein Wort über diese Fenster verloren. Na ja, viele Dinge erklären sich eben von selbst. Nehmen Sie den Schnappriegel. Bums und zu. Bums und zu. Bums und zu. Hallo. Herrgott, was ist denn? Wir sind... Ach, der Herr aus Brakel. Und seine Frau, richtig. Wir verfolgen die Sendung schon eine ganze Weile. Wenigstens einer. Zwei, meine... Richtig, ich vergaß Ihre Frau. Ja. Genau. Richtig hellhörig wurden wir aber, als Ihr Experte sagte, man solle sich dazusetzen zu machen. Was? Er sagte, wenn man sich dazusetze, dann mache es sich leichter, auch im Flur. Und da sagten wir uns, warum nicht? Wir sind ja auch schon 20 Jahre verheiratet. Und das ist ja für jede Anregung dankbar in diesen Dingen, weil die erste Hitze ja mittlerweile verraucht ist. Hitze? Welche Hitze denn? Und warum nicht im Flur? Wir haben Laminat und da wollte ich... Was denn für Laminat zum Kuckuck? Lassen Sie mich mal. Und wie lautet jetzt genau Ihre Frage? Na, wir wollten wissen, ob Sie vielleicht ein paar Anregungen haben. Beleuchtung oder so. Sie sollten viel trinken. So, aha. Ja, dann geht Ihnen das Machen leichter von der Hand. Von der Hand, aha. Bitte, bitte, bitte. Es handelt sich um eine Sendung über Hebekippfenster und irgendwelche Schiebetüren. Schiebedrehtüren? Ja, von mir aus auch Schiebedrehtüren. Das war ein völlig verkacktes Allerweltsthema. Aber deswegen muss man nicht gleich machen im Radio. Nein, im Flur. Und also, wir haben Sie damit angefangen. Da hat er recht. Was? Bitte. Wenn mich da draußen irgendjemand hört, bitte rufen Sie nie im Radio an. Sie hören ja, wohin das führt. Plötzlich macht ihn jemand in den Flur. Und außerdem, wer seine Meinung für sich behält, hat auch noch eine nach der Sendung. Und nun weiter mit den Nachrichten. Bitte. Dum, 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 dum. Es ist 5 Uhr. Sie hören Nachrichten. Bonn. Es ist an der Zeit, einmal und gerade heute und vor allen Dingen hier und überhaupt, mal eine Lanze gegen den Sport vom Zaune zu brechen. Sport. Wie wenig Fantasie und Zauber liegt in diesem Wort. Sport ist eben nur die halbe Wahrheit. Die ganze aber lautet Sportverletzung. Was sowohl die körperliche Verletzung des Ausübenden meint, als auch die geschmackliche und intellektuelle Verletzung des Betrachters. Sport und Totschlag. Zwei Medaillen derselben Sache, um mit Mario Basler zu sprechen, mit dem er zu Recht schon lange keiner mehr spricht, außer natürlich Gerd Rubenbauer, der ist ja verrückt. Schön ist was anderes, würde der Opa sagen. Und dennoch ist Sport nach wie vor in aller Munde, was eine recht unappetitliche Vorstellung ist. Denken Sie nur etwa an das moosige Mundklima eines Waldemar Hartmann. Besonders zu Zeiten, als dessen subrinale Kommentaröffnung, Unkundige nennen ja sowas Mund, noch von einem haarigen Suppenfilter, auch als Schnurrbart verkannt, beschattet wurde. Doch zurück zum Sport. Allein der Sprachgebrauch dient auch hier wieder als Indiz für den Charakter der beschriebenen Tätigkeit. Heißt es doch selten transparent, Sport treiben. Treiben! Treiben! Nun, treiben sollte man. Aber vor allem es, und zwar so oft sich die Möglichkeit bietet, das macht nämlich auch müde. Und wenn man dann immer noch was treiben will, dann doch, wenn überhaupt, Schafe. Deren intellektuelle Leistungsfähigkeit denen der meisten Sportler ja in nichts nachsteht. Wobei ich nichts gegen die Schafe gesagt haben möchte. Denken Sie in diesem Zusammenhang beispielsweise an den ehemaligen deutschen Zehnkämpfer Jürgen H.,
der, wie wohl körperlich geradezu verschwenderisch ausgestattet, sich zerebral nicht in der Lage sah, das doch sehr übersichtliche Regularium des Wettlaufs zu begreifen. Merke, erst wenn alle gleichzeitig loslaufen, macht ein Vergleich der erzielten Zeiten Sinn. Das klingt recht lapidar, weil es das ist. Wie schon Friedhelm Funkel sachlich völlig richtig bemerkte, wir dürfen nicht mehr Tore kassieren, als der Gegner schießt. Ja. Der hat wenigstens die Regeln verstanden, nicht? Nein. Sport führt nach kurzfristigen Erfolgen über die Lokalseiten leserloser Tageszeitungen direkt in den Showroom eines Sanitätsfachgeschäft, dann liest es auch, du sagst. Also nochmal. Bitte. Sport führt nach kurzfristigen Erfolgen über die Lokalseiten leserloser Tageszeitungen direkt in den Showroom eines Sanitätsfachgeschäftes oder in eine Reha-Maßnahme. In jedem Fall jedoch in die verdiente Bedeutungslosigkeit, verbunden mit der einmaligen Möglichkeit, sich mal richtig lächerlich zu machen. Zum Beispiel durch Sprechen. Ganze Folianten, ach was, Bibliotheken sind schon gefüllt worden mit den Vokaleruptionen von Sportlern und Hohn und Spott ergossen sich kübelweise über die Entäußerer. Doch das ist nicht ganz gerecht. Denn wer einen Sportler fragt, sollte nicht überrascht sein, wenn er Zeuge eines Antwortversuches wird. Das ist Physik. Und natürlich sind Fremdworte schwer zu behalten und auch in ihrer Bedeutung oft genug irrlichternd. Natürlich kann imponieren auch mit Leber im Arsch übersetzt werden. Aber das ist falsch. Natürlich könnte das französische Pissoir auch scheiß Abend bedeuten, tut es aber nicht. Ist das für Sie neu gewesen? Entschuldigung. Es kommt noch einiges. Hellebarden sind keine klugen Sänger, sondern Spieße. Prophylaxe meint auch keine hauptberuflichen Speisefische. Was denn? Ja, stimmt. Ja, alle oder keiner. Das geht alles von meiner Zeit ab. Also nochmal. Pseudokrop ist auch kein anderes Wort für Thyssen, obwohl man das glauben könnte. Und Inkontinent meint immer noch nicht auf dem Festland. Dies aber beispielsweise einem ehemaligen Fußballer in einer für ihn fassbaren Art und Weise erklären zu wollen, käme dem Versuch gleich in der Wüste zu tauchen. Aber Sport verändert nicht nur das Innere des Menschen, wenn da was ist. Nein, auch alles Äußere, also das, was wir Körper nennen, bleibt ja nicht unbehelligt. Beispielsweise gibt es meines Wissens nach keinen Lebensbereich, in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter so erschreckend, aber auch ja, intensiv umgesetzt wurde wie im Sport. Ja, es kam zu einer derartigen Annäherung der beiden bekannten Geschlechtsmöglichkeiten, dass die Unterschiede bisweilen stark verschwimmen. Denken Sie in diesem Zusammenhang beispielsweise an das Gewichtheben. Eine Sportart, die man tunlichst ausüben sollte, ohne länger darüber nachzudenken, was man da gerade macht. Man muss Sachen heben, für die sich Gesunde einen Lieferwagen kommen lassen werden. Gut, die Erfindung des Flaschenzuges liegt über 5000 Jahre zurück. Das ist lang genug her, um ihn zu vergessen. Aber man kann ja auch mal vorher Mama oder Papa fragen. Und wenn sich dann im Fernsehen jene Wesen, die von einem atemlosen Kommentator als Heberinnen apostrophiert werden, in der Klasse bis 52 Kilogramm Abtropfgewicht pro Arschhälfte für das Gruppenfoto Flusspferd gleich zurechttölpeln, da will einem der Begriff Frau aber so gar nicht mehr einfallen. Eher so Worte wie Sitzsack oder Butterberg. Wer dabei auf den Begriff ätherisch kommt, hat deutlich zu lange dran geschnüffelt. Ich meine, Gleichberechtigung heißt doch nicht, dass die Frauen jeden Scheiß nachmachen müssen. Aber nicht nur Sportler oder Sportlerinnen entziehen sich jeder Durchschaubarkeit. Es gibt da draußen auch Sportarten, die sich jeder Erklärung hartnäckig verweigern. Nehmen Sie beispielsweise Curling. Der Begriff Curling kommt aus dem Englischen, der Sport hingegen aus Schottland. Curl bedeutet im Englischen Locke, im Schottischen Hocke, im Hanseatischen jedoch großer Mann. Gute Freunde bezeichnen sich dort oft als echte Curle, allerdings nur noch. Es gibt... Was denn? Es gibt sogar einen Weltverband, der sich aus den Ländern Schottland, Wales und Yorkshire zusammensetzt und im amerikanischen Curl Harbor angesiedelt ist. Curling ist ungefähr so spannend wie einem 3-10-Faultier beim Zählen zuzugucken und geht so. Einer, der vorne immer Skip heißt, hinten aber oft ganz anders, schiebt ein Bügeleisen aus Granit oder dem Jura über eine Eisbahn und geht dann telefonieren. Zwei andere laufen vor dem Schlinderblock her und bohnern die Eisbahn wie nicht gescheit.
Dadurch soll der Klotz schneller werden. Wird er aber nicht. Bleibt so aber sauber. Man könnte natürlich auch stärker schubsen, aber was sollten dann die beiden Minderbegabten mit den Besen machen? Und vielleicht mal die Umkleidekabine lüften oder was? Der Vierte steht im Zielkreis, bestimmt die Schubsrichtung, wird böse und schreit, blöder Skip, wenn der Schubser vorbeigeschubst hat. Oder freut sich, wenn die Granitbettpfanne im Häuschen zu liegen kommt. Er versteht nichts und hat ständig kalte Füße. Es spielen immer zwei Mannschaften gegeneinander, was in dem Sinn eines Wettbewerbs schon recht nahe kommt. Schon der erste Durchgang heißt End. Obwohl noch acht kommen, die genauso heißen. Der berühmteste Curler aller Zeiten war Curling Moss. Der brach samt Schubsklotz während des Olympischen Demonstrationswettbewerbs im Juni 1924 durch die nur marginal gefrorene Plöner Seenplatte und fiel damit aus der Wertung und im gleichen Atemzug dem Vergessen anheim. Was man von seinem Sport leider nicht sagen kann. Sport ist eine prinzipiell unverständliche Tätigkeit, bei der sich Erwachsene ihrem Alter nicht angemessen verhalten, indem sie mit Autos stundenlang im Kreis fahren, Sachen weit schmeißen, sich wie nicht gescheit auf die Fresse kloppen, gleichzeitig von hohen Türmen ins Wasser springen, ohne anschließend zu schwimmen. Weißt du, manchmal. Das kann mir keiner so da der Sinn sein. Es ist ja ein vollkommenes Essen. Ja. Oder mit dem Fahrrad über Bergpässe fahren, die selbst für Maultiere als unpassierbar gelten. Aber komm, eine gute Sache, es gibt's doch eine Sache. Immerhin gibt Sport senilen, nicht nur im Urogenitaltrakt funktionslosen Männern die Gelegenheit, sich als Funktionär bezeichnen zu lassen, blaue Clubjacken zu tragen, Weltreisen auf Kosten des Steuerzahlers zu machen, während Siegerehrungen junge Mädchen anzuschlappen, die gerade weit gesprungen sind, und sich im Medaillenregen zu sonnen, wie auch immer das gehen soll. Das Gesunde am Sport soll ja das Schwitzen sein und die wohlige Erschöpfung danach. Das kann man auch alles in der Sauna haben. Dazu braucht man auch keine speziellen Schuhe, keine Funktionswäsche. Funktionswäsche! Ich möchte diese Hose zurückgeben, sie funktioniert nicht. Ich habe noch nicht mal den Knopf zum Einschalten gefunden an dieser Scheiße. Ich glaube es nicht. Da, wo ihr herkomme, ich komme aus einer Zeit, da hieß die Unterwäsche noch Schießer Feinripp. Das war schon nicht schön. Da war aber immer schräg drüber gedruckt mit Eingriff. Wir sind wochenlang sehr vorsichtig gegangen, weil man nie wusste, wann der Eingriff erfolgte. Verstehst du? Erzähl mir nichts von Funktionswäsche! Mann! Man kann in die Sauna gehen, ohne in einen Drecksverein eintreten zu müssen. Und was das Allerbeste ist, man kann es alleine machen. Alleine! Ohne irgendeine Hackfresse im Trainingssaal, so mit Klemmbrett und Stoppuhr daneben. Oder besser noch, man kann es mit der Süßen machen. Oder dem Süßen. Und dann stehen auch die Chancen für die wohlige Erschöpfung danach gar nicht so schlecht. Sollten Sie also in Hinkunft die Versuchung verspüren, sich mal bewegen zu müssen, dann gehen Sie mal mit dem Meerschwein um den Block. Und dann geht die Süße vielleicht zur Belohnung mit in die Sauna. Und dann werden die Räume schon von selbst enger. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Herzlichen Dank. Danke vielmals. Der Kabarettmontag geht weiter. Gleich im Anschluss sorgt Matthias Riechling dafür, dass aber auch wirklich jeder Promi sein Fett wegkriegt. Hier in Dreisat.